Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zu Metro 2033. Das ist eine neue Aufnahme und ich weiß schon nicht mehr so ganz, was hier abging. Wir können aber mal die Gasmaske abnehmen, glaube ich. Wir sind ja hier im Bahnhof. Ach ja, das Glasding, was ich nicht verstanden habe, weil ja oben drüber Beton ist. Warum auch immer. Weil ich glaube nicht, dass die nach der Katastrophe hier alles mit Beton ausgebaut. Ach, ist auch egal. Wir gucken mal. Hello. Der will nicht... Alter, sei mal nicht so unfreundlich. Willkommen in der Police. Hauptmann Krasnov, Sie sind einen weiten Weg gekommen, junger Mann. Wo genau kommen Sie her? Er ist von der Messestation. Kann er nicht alleine sprechen? Nein. Sehen Sie, Hauptmann, der Junge ist das erste Mal in der Police. Er ist auf dem Weg hierher durch die Hölle gegangen und überbringt Hunters Nachricht für Miller. Schon gut, ziehen Sie sich um. Hier sind die Sachen. Ihre Ausrüstung können Sie hier lassen. Sie ist hier sicher. Sie bekommen sie gesäubert zurück. Mhm, glaube ich dir nicht. Ruh dich etwas aus, Artyom. Ich schau mal nach Miller. Ich hoffe, er ist nicht wegen eines Auftrags unterwegs. Übrigens, vergessen Sie nicht, sich in der Lobby abzuschrubben, Ullmann. Keine Sorge, das werde ich nicht. Oder möchten Sie lieber Kinder mit zwei Köpfen haben, Idiot? Hallo! Ach so, wegen der Strahlung. Ich verstehe. Oh, guck mal, hier kann man Sachen... Kaufen Sie, schauen Sie, probieren Sie aus und kaufen Sie. Was könnte es sein? Was? Da stimmt was nicht. Was passiert hier? Ja. Okay. Von denen hätte ich gerne welche. Ich habe das immer noch nicht geschnallt, welche Muni ich für welches Gewehr brauche. Das sind 0,44er, das sind 12x30, 15mm, 5,45. Kann ich das? Danke, ne? Ich kann hier aber... Ich kann mein Gewehr hier nicht ausrüsten, das ist so doof. Dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Ein Kalasch. Kalaschnikow. Diese Waffe bietet eine schnelle Schussfolge kombiniert mit ausgezeichneter Stabilität. Der Traum eines jeden Soldaten. Aber ich habe nicht so viel Geld. Wie Sie wollen. Ich würde ja gerne, aber ich habe nicht so viel Geld. Ausgezeichnete Wahl. Gute Waffe. Definitiv besser als Ihre. Schrotflinte will ich nicht. Und Problem. Nehmen Sie sich ein paar. Brauche ich Schärfere nicht. Habe ich noch nie benutzt. Ausgezeichnete Ich hätte die schon gerne, aber ich kann sie mir nicht leisten. Oh, jetzt geht's zum Abschrubben. Schrubbel die Schrubbel. Ich verstehe. Vielen Dank, dass du das zur Police gebracht hast. Das war sehr mutig. Ich werde eine Notsitzung einberufen. Wenn sie dich aufrufen, dann berichte von der Situation. Okay. Alle Ratsmitglieder bitte in der Ratskammer versammeln. Ich wiederhole, alle Ratsmitglieder bitte sofort zur Ratskammer. Bringen Sie den Jungen zur Ratskammer. Warum stehen da Schuhe unten rum? Er hat doch welche an. Ich fühle mich hier irgendwie nicht sicher. Ich weiß nicht warum. Stehen die da schon mit den Knarren, sehr geil. Das hat ein bisschen gedauert jetzt. Unglaublich. Artyom, ich bin erstaunt, dass der Rat es abgelehnt hat, deiner Station zu helfen. Es ist mir peinlich, dass sie nicht deinen Mut aufbringen. Aber die Police ist nicht die ganze Metro. Es gibt noch andere Leute, die sich gegen die Schwarzen erheben. Okay, okay, okay. Hör gut zu. Die Ranger haben mehrere gut erhaltene Raketenbasen bei der Stadt entdeckt. Manche können vermutlich aktiviert und für einen Angriff genutzt werden. Das Problem ist, dass die Raketen von der Kommandozentrale D6 ausgestattet werden müssen. Wir wissen aber nicht, wo sie ist oder ob sie noch funktioniert.
Wir wissen jedoch, dass es Informationen darüber gibt. An der Oberfläche ist eine riesige Bibliothek, ein gefährlicher Ort. Aber darin ist ein geheimes Militärarchiv. Wir müssen dorthin. Wir gehen getrennt, um keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Du gehst hier hoch, das habe ich bereits arrangiert. Wenn du am Eingang der Bibliothek ankommst, werde ich dort schon auf dich warten. Sei vorsichtig, Artyom. Und noch was. Zurück gehen wir direkt zur Sparta-Basis. Meine Ranger werden dort auf uns warten. Ali. Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert. Aber Millers Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinauf. Ich musste das Geheimnis von D6 lüften. Und ein Rudel Raketen erwecken. Ich konnte gar keine Filter kaufen, oder? Ach. Vier Filter? Scheiße! Oh Leute, wir sind am Arsch. Wir sind sowas von am Arsch. Beeilung. Okay, hier sind ein paar Filter. Oh, drei Filter. Shit. Oh, plus 10. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich. Och nö. Ich den abknallen? Ja. Ja, ich weiß es, aber mal im Ernst, der hätte mich doch angegriffen, wenn ich da jetzt lang gegangen wäre. Ich habe keine Zeit. Laufe ich hier überhaupt richtig? Ich gehe einfach mal davon aus, ne? Und ich höre jetzt einfach mal nicht auf die beunruhigenden Geräusche. Wow! Wo ist er? Scheiße! Was ist passiert? Sie fallen mir auf, wenn sie die Kopfla... Was? Was? Bin ich da jetzt runtergefallen? Oh. Verstehe ich nicht. Okay, wir tauschen die jetzt hier nochmal. Einfach, weil die auch nicht besser ein Schuss ist, aber ist egal. Okay. Wieso bin ich denn da jetzt runtergefallen? Jetzt mal im Ernst. Ich hab keinen Punkt. Ah, jetzt. Ja, ist jetzt die Frage, schleiche ich jetzt hier lang? Oder renne ich jetzt hier lang? Der scheiß Dämon da, ne? Ich glaube, der hat mich da runtergeschubst. Ich glaube, ich renne. Renne einfach, Artyom. Rein da. Rein da. Alter! Alter! Ich muss hier weg. Oh, leck. Ich dachte, ich hätte ihn ja wenigstens ein bisschen... Okay, ich warte mal, bis er sich auch wieder beruhigt. Ich will jetzt kein Medikit dafür opfern. Ungern. Ich komme hier gar nicht raus, ne? Ah, doch, jetzt, wenn ich mich noch mehr... Ich kann mich tatsächlich noch mehr ducken. Wohin jetzt? Oh, oh. Ich muss aber gucken, wohin. Eher so in die Wand. Toll. Aua, ich hätte wohl nicht durchs Wasser gehen sollen. Kommt das blöde Vieh jetzt wieder? Ich habe Angst. Komme ich hier überhaupt hoch? Ich komme hier... Dem ist eisekalt und ich komme hier gar nicht... Hier so, ne?
Alter. Oh. Ich höre das, aber ich sehe das scheiß Vieh nie. Da hinten ist es. Oh, ganz ehrlich, ich habe echt gehofft, dass ich mit denen nie großartig zu tun habe. Und ich krieg einen Krampf, wenn ich die ganze... Ich muss mal mein Mikro ein bisschen verschieben. Ich krieg einen Krampf, wenn ich die ganze Zeit auf Steuerung gedrückt halten muss. Das tut echt weh. Okay, er speichert hier. Das finde ich sehr gut. Wenn ich jetzt sterbe, fangen wir nämlich wieder hier an. Artyom! Oh, ich wollte schon schießen. Endlich, Artyom. Du bist hier. Das ist gut. Wir haben uns Sorgen gemacht. Du weißt noch, was zu tun ist? Wir müssen zum Militärarchiv irgendwo in der Hauptbibliothek. Wir erreichen es durch die Hauptleserhalle. In Ordnung? Genug gefroren. Gehen wir. Wie können die sich gegenseitig erkennen? Mal im Ernst. Erkennt ihr hier die Leute? Also ich nicht, die sehen doch alle gleich aus. Gehen wir, Leute. Na los dann. Hoppi. Galoppi. Die Bibliothek. Beim Betreten der großen Bibliothek ergriff mich Ehrfurcht. Sie war wie ein Märchenschloss. Und wie in den alten Geschichten wurden die Schätze von Monstern bewacht. Och nö. Ich krieg's eigentlich übrigens auch nie hin, den Titel vorzulesen, ohne dass ich denen reinquatsche, ne? Das ist so typisch ich. Danila, pass außen auf. Wir gehen mit Artyom rein. War da noch jemand? Guck mal, kann man hier Sachen räubern? Ja. Ach nee, eh. Es ist immer schlimm, wenn ich unterschiedliche Spiele spiele. Okay, die will man aber nicht wechseln. Scheint ruhig zu sein. Leute, das ist ein Schwarm Vögel! Achtung, komm schnell her! Ich komme! Oh nein, komm! Komm, 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 komm! Wenn die Tür oben abgeschlossen ist, musst du einen Weg finden, sie zu öffnen. Wir können sie nicht lange abhalten. Okay. Worauf sind die aus? Na, worauf wohl? Die haben Hunger. Oh, oh. Ich höre Viehzeug. Natürlich ist sie abgeschlossen. Scheiße. Was zum... Okay, da kann ich nicht drauf schießen. Ich versuche mir mal durchzurennen und hoffe, dass die mir nichts tun. Monster! Aber hier ist nirgendwo was. Aua. Oh, tun mir doch was. Hier sind Sachen. Nimm mal mit. Ach, ich muss eh drücken. Die sind stark. Nee. Nee, muss ich das mit der Shotgun dann nachher aufschießen? Das will ich nicht. Die sind stark. Ich hab doch bestimmt Zeit, oder? Komm schon, brich dir deinen Kopf, Bastard. Okay, ich gucke mal, ob ich die mit der, ob ich die Tür mit der Shotgun aufschießen kann. Weil ich will mir dann meine eigene Waffe wiederholen. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Aua. Ach nee. Okay, ich probiere es jetzt mal schnell. Hat jetzt gespeichert. Ich will hier wieder durch. Oh, das ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Ich kann die mit Sicherheit nicht aufschießen. Ich gehe jetzt meine Waffe wiederholen. Beziehungsweise vorher schieße ich mal auf die Dinger hier. Boah, so geil, so ungeil ist die gar nicht. Scheiße.
Und den mache ich jetzt auch noch kaputt. Ich versuch's zumindest. Okay, und dann... Ah, jetzt sind die aber wieder da. Dann hole ich mir jetzt meine alte Waffe wieder. Weil ich habe es schon tausendmal gesagt, ich stehe nicht auf Shotguns. So, macht Platz, macht Platz, macht Platz, macht Platz. Und ihr Lieben, die Zeit ist leider schon vorbei. Es tut mir voll leid. Aber wir gehen hier in der nächsten Folge durch. Macht's gut und bis dann. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.